Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Der Johannes lässt uns einfach im Stich. Der kommt einfach nicht ins TS. Der böse Luft. Da sind alle dahinter. Doch, war's Kelvin. Seid ihr umgefallen? Ja. Ja. Ja, das war schon wieder. Kevin hat noch einen erschnuppert. Gemacht gehabt, das weiß ich nicht mehr irgendwie. Ich muss schnell innen reinschauen. Aha. Also zuerst muss ich das Dach drauf machen, gell? Stimmt. Dann geht's erst. Dann kann ich erst leider buttern. Wie weit mache ich denn das? Da bin ich jetzt echt am überlegen. Höchstens bis hier, glaube ich. Ja. So. Doch, Kevin, glaube ich, meine ganzen Stämme. Der eure Barrava. Mal so einen Plan, wie weit ich es mache. Dass ich es nicht übertreibe wieder. Nein, was wollen die denn jetzt schon wieder hier? Sehen die nicht? So aggro? Die sehen mich nicht mehr. Schau mal, die sehen mich nicht. Ich bin voll unsichtbar für dich. Die sehen mich nicht. Das ist ja geil. Das gefällt mir.
das Feuer wieder weg. Das ist doch ein Witz. Oh, er ist die ganze Zeit hier. Ah, dieses Spiel. Vor dem Patch so viel besser. Hier war auch mal ein Feuer. Da bin ich auch wieder weg. Da war mal ein Genierfeuer. Die sind jetzt alle, nee, doch, sind alle die spawnen hier. Das Lagerfeuer aus Leichen. Mal schnell mal schauen. Ey, nee, den Arm will ich gar nicht. Hier, kannst du haben. Nee. Ich kann den Inventar nicht mehr öffnen. Ich kann gar nichts mehr machen. Nichts funktioniert mehr. Geht nichts mehr. Kann ich noch Stämme hochheben? Das geht, okay. So, jetzt schauen wir mal, wie weit wir gehen. Hier. Geht's wieder. Köpfe, die muss ich schnell wegräumen, damit ich wieder
kurz abspeichern, zwischendrin mal wieder. Ich wollte sowieso mal noch was machen. Ah, das war's schon wieder. Aber was machen die denn hier? Die können hier gar nicht hin. Ausbau, der muss ja auch mal vorangehen hier. Ich glaube, ich mache hier mal kurz Pause. Ich stecke das mal hier so. Ich glaube, soweit muss reichen, oder? Groß genug. Hier so. Das wird wieder zu groß und überhand. Aber wenn der Kevin draußen kräftig hier, können wir hier mal ein bisschen Innenausbau machen. Und zwar wollte ich hier quasi den Essenssaal machen. Den Essenssaal. Und dazu brauche ich Tisch. 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 Habe ich nur so einen Tisch? Nur so einen Tisch. Tisch. Jetzt wird ein großer Saal. Also hier ist die Tür. Und dann packen wir den Tisch, der das ja ein großer Saal wird. Hier. Der muss halt auch gerade. Wie sehe ich denn, dass er gerade wird? Sehe ich an den Füßen, genau. Wird nicht ganz gefallen. Jetzt hat. So, hier, fangen wir hier an mit dem Tisch. Ja, gut, jetzt pass auf. Das, die große Tafelrunde wird es hier lang. Da wird geschmaust dann. So der Monstertisch, so. Für die ganzen Adligen und Gäste dann. Ne? Ganz schön Stühle dann basteln hier wieder. Ja. Ich bin gespannt, wie viel ich da brauche für die ganzen Tische hier dann an Stoffmaterial wieder. Wir mal halt ausprobieren. Was? Vier? Willst du mich ver...
braucht drei Stämme für einen Tisch. Das ist schon. Aber ich will was ausprobieren kurz. Geht das auch so? Hast du den wieder angeschleppt? Ich will mal was ausprobieren. Wo ist denn das Zeug? Ob man das auch für Tisch hernehmen kann. Das wäre nämlich echt. Wieso komme ich jetzt da nicht rein? Alles geht. Okay, das ist ja ganz super. Das ist ja perfekt, Alter. Dann habe ich für die Dinger jetzt auch mal eine Verwendung. Perfekto. Das ist ja super perfekt. Ehrlich. Das finde ich gut. Das finde ich sogar sehr gut. Optimöse. So, na gut. Das finde ich schon mal ganz toll. Ein Essenssaal. Ja, der wird pompös. Der wird pompös. Der wird vom anderen Stern. Ja, dann habe ich für diese Teile eine Verwendung. Das ist ja super, wirklich. Ach. Oh, warte mal, wie weit noch? Wir sind hier noch weit, oder? Wie haben wir es hier? Wir haben angefangen kurz. Ja. User joined your channel. Bin Hey! du noch aus dem Bär? Na du, hast schon meinen pompösen Essenssaal gesehen hier? Ja? Boah, ich kann es nicht abbauen. Naja. Das wird hier mein, weiß schon, Ritter der Tafelrunde sozusagen. Also, Wollt ich gerade sagen, ne? Also was? die Tafelrunde war ja nicht so lang wie deine. Naja, das waren ja auch nur, waren ja auch dumme Engländer, Mann. Nee, das, was du baust, ist der Tisch von Putin. Oh ja. Den lade ich dann gleich ein. Den Putin. Ich bin aber schnell unterwegs, gell? Alles klar. Zack. Also ich werde nie fertig mit dem Gebäude. Allein schon die Innenausstattung hier. Ne? Volle Ausstattung, würde ich mal sagen. Zack. Aber jetzt nicht mehr weiter, oder? Noch eins, glaube ich. Ja? Ah, noch eins. Gut, hier ist ein Tisch, das geht ja meiner. Scheißdreck. Zwei. Und noch eins, glaube ich. Ja, eins noch. Eins noch. Eins brauchen wir noch. Einen schönen Tisch. Und der kommt. Hier. Und ich bin auch gleich wieder da. Ich muss mal pissen. Aber sowas von. Bis gleich. Was haben wir gesagt? Noch ein Tisch, oder? Aber hier sind wir jetzt genau mit dem Tischende an dieser Säule. Auch nochmal. Und hier. Ja gut, nicht ganz hat es gepasst hier das bis dahin. Und hier. Obwohl es passt genau. Perfekt. Besser hätte ich es auch nicht machen können. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Wer genau? Tricolore. Komm mal gleich mit. Verwendung für die Dinger, es ist echt perfekt. Perfekt. Warum läuft der denn immer nicht, wenn ich drücke? Bisschen buggy ist es gerade alles hier. Guck. Guck.
Aber hast gesehen, die Gegner, die sehen mich nicht mehr. Ja, was hast denn du gemacht? Nix, Buggy. Hast du die Maske auf oder? Nee, gar nichts, ist Buggy. Weil ich hab's ja vorhin schon mal geschrieben, ne? Ja, ja. Dass die überhaupt gar nicht aggro waren. Ja, ja, und die reagieren auch gar nicht auf mich. Sogar der Gummi Meier, weißt schon, guck mal der. Kann das vielleicht sein, dass die dich nicht mehr leiten können? Dann würden sie aggro sein. Nee, die sagen einfach, der interessiert mich nicht. Ja, es spinnt irgendwie sowieso das Spiel, weil manchmal drücke ich laufen, dann läuft er nicht. Das ist gerade irgendwie so der Schlumpf drin. Aber du hast ja schon mal abgespeichert und neu gestartet. Ja, seitdem ist es so. Ach so, seit. Ne, dann musst du es nochmal machen. Nee, ich finde ganz gut, dass die mich in Ruhe lassen. Aber wieso muss der Tisch so lang sein, hä? Weil das halt jetzt hier der Essenssaal ist für das große Gelage, weißt du schon. Ja, aber das ist schon wegen übertrieben, ne? Nee. Wer sagt denn das? Komm, du brauchst ja da schon mal einen halben Wald alleine nur für den Tisch. Nee, brauche ich nicht. Sondern? Ich nehme ja eine alten Stämme hier. Ich möchte mal schauen, ob ich den hier da irgendwie verwenden kann, dass der mir das irgendwie klein hackt oder was. Und was macht er, wenn ich den hier hin? Hier geht er nicht. Hier geht er. Das ist ja gut. Weil das läuft. Ich kann meine ganzen. Wo bist denn der hier? Jetzt da? Macht denn der hier? Du hast eine Tür hingemacht. Du hast eine Tür hingemacht, aha. Wieso hängen die jetzt so tief? Ja. Ich hab doch gesagt, mir kommt es irgendwie so komisch niedrig vor. Nein, ist nicht niedrig. Hört so. Ich weiß nicht. Also mir kommen die normalen Räume irgendwie höher vor. Tut mir leid, es ist aber so ein Empfinden. Gehen wir mal den, ob der hier auch geht. Ich glaube, es ist zwar nicht so ganz. Ich glaube, du hast irgendwas für Zwerge gebaut. Ach, die gehen hier nicht. Die kleinen. Ja, für kleine Ritterzwerge. Okay, warte mal. Warte mal. Wenn die gar nicht gehen, dann müssen wir die beuten. Und hier dazu gehen. Ja, noch mal Feuer machen. Was hat denn ein Spiegelglas kostet? Oh, ich will es gar nicht sagen. 40? Nicht? 40. Ja gut, okay, dann 42. Alter, da kriegst du nicht mal ein Viertel Spiegelglas. Das ist ein Spiegel, der ist beheizt mit Sensoren drin für. Das hast gestern schon gesagt. Der Spiegel plus das Blinkerglas und 213 Euro. Spiegel plus. Boah! Wow. Angenehm, angenehm. Ja. 175 allein der Spiegel. Also das ist nur der Spiegel Dings halt, ne? Das Glas. Ja, mit dem Plastik und mit dem. Der ist natürlich beheizt, dann hat er noch so einen Sensor drin für. Toter Winkel. Toter Winkel und. Und wie heißt's? Querverkehr-Sensor ist noch drin. Ja, Rückfahr. Bumsdings. Scheißdreck. Nee, das ist da nicht drin. Glaube ich, ich weiß es nicht. Alle Fälle, ja. Es gibt zwar im Internet einen Spiegel von so einem Chinesen-Anbieter, der kostet 81 Euro nur. Aber mein Mechaniker hat mir empfohlen, das nicht zu nehmen. Das kann funktionieren, aber es kann auch sein, dass das Auto dann Fehlermeldungen anzeigt und dann geht's nicht was. Hast du gestern auch gesagt. Ja, ja. Ja, sauber. Ja. Okay. Also schon wieder weniger Geld für den Urlaub. Ja. Kotzt mich schon an, ja. Also dann kann ich diese Dinger hier verwenden, das ist schon mal ganz gut.
Sonst wären die irgendwo. Ich kann die nur für hier, für so gerade Dinge, aber ich habe so viele davon, die in der Mitte kommen raus und dann habe ich sie wieder alle. Schade, dass man die nicht auch nur am Boden legen kann oder oben irgendwie zusammenspatzen oder so, weißt du. Glaube, wie viel brauche ich noch? Tres puntos. Jetzt wird schon wieder dunkel. Gibt's ja nicht. Wie schaut's auf der Uhr aus? Haben wir noch ein bisschen Zeit. So viele Beleuchtung und trotzdem wird's dunkel. Wo die Mausen rumlaufen, du. Gibt's ja nicht. Ist so wieder. Ja, mein Scheiße, ärgert mich echt, dass ich nicht aufgepasst habe. Also ich habe eigentlich aufgepasst, aber es war halt doch zu nah. Ja, anders kann man sich ausdrücken. Ja, irgendwann macht man immer mal einen kleinen Fehler. Ja, Scheiße, das ärgert mich nicht richtig. Also, weil solche Autos sind halt, Fehler kommen halt teuer. Schau mal, der Mensch ist keine Maschine. Es hat ja gestimmt, was ich dir geschrieben habe mit der Schrotze, ne? Mit was? Mit der Pappgun. Jetzt? Nein, nicht jetzt. Damals, wo du vorhin vor 5.500 Stunden deine Pappgun geholt hast. Was hast du da geschrieben? Ich weiß nicht mehr. Oh. Deinen Kopf möchte ich haben. Na, lieber nicht. Ja, ganz oben links im Eck. Dem Kreuzungsweg. Ja, da wo das Ausrufezeichen halt immer ist. Da wo da der lila Punkt gewesen ist. Ja, das ist meine Das hätte Tür. sie wieder nicht gefunden, ne? Doch, ich wusste ja ungefähr, wo es ist. Ja, ungefähr, Mein Gott. Oh, schau mal, wie die oben her. Muss mal weiter hintergehen. Oh ja. Hä? Bei dunkel. Muss auch zumachen da. Da ist auch alles offen. Alter, was Machen ich wir noch Licht? Stämme brauche. Also. Machen wir Licht an. Ja, warte. Machen wir Scheinwerfer an. Warte. So. An. Jetzt hast du aber so viele Scheinwerfer angemacht. Das ist jetzt taghell, hey. Ja, wenn schon, dann schon. Aber ich werde mal ein Screenshot machen in der Nacht von deiner Burg da, von deinem Ja, Schlossburg. bei der nächsten Nacht stelle ich mich vorne hin, dann kannst du es dir anschauen. Mit die schönen Fackeln. Das nächste Mal mache ich von der Seite hier. Aber ich Und habe noch dann nicht wäre alle ich Fackeln an. dann dieses Bild, werde ich dann an Habeck schicken und Habe ich. sage, das ist die neue moderne Beleuchtung der Städte. Ja. Hast du den Bericht gesehen von dem Österreicher, dass die Autos vom CO2-Ausstoß insgesamt auf der ganzen Welt 1% nur ausmachen? Ja, das weiß ich. Also totaler Schwachsinn, was die machen, Alter. Weil ich hab mir mal die ganzen Daten habe ich mir mal rausgezogen, wer welche CO2-Belastungen abgibt, Industrie, Haushalte, Industrie ist ja Fabriken etc. Am meisten die Industrie, ja. Ne? Und welche Länder und so weiter. Und was Auto zum Beispiel in die Luft pusten. Am meisten ist es die Industrie, die wo quasi Herstellung und dann kommt gleich danach die großen Schiffe. Ja, und deswegen sage ich ja immer, das ist alles Humbug, was die uns erzählen. Ja, das ist eine verlogene Gesellschaft. So eine verlogene Drecks. Das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.